liebe Leute, da sind wir auch da. Ich habe jetzt mal die Clear Creek Karte gestartet. Ja, wir werden jetzt mal kurz freie Ansicht gehen. Wir haben hier eine schöne kohlebefeuerte Baldwin-Lokomotive, müsste das sein. Und warten noch, bis der hier wegfahrt, und dann können wir hier zurück in die Station reinfahren. Hier rein. Und werden dann vermutlich hinterherfahren, glaube ich. Das Szenario bin ich jetzt noch gar nicht gefahren. Aber historische Schmalspurbahn hier im Train Simulator. Colorado and Southern. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal die Pause raus. Und werde die Musik mal ausmachen. Weil es einfach so ein geiles Soundmodell hat. Force Creek Depot, das ist hier hinten. Ah, wie geil das schon klingt. Okay, wir gehen mal in die Lok rein. Bisschen dunkel hier. Zylinderhähne öffnen. Beleuchtung an. Und ich meine, wir könnten schon mal zurücksetzen. Ja. Jetzt mal wieder zu. Muss ja nicht offen bleiben. So, la. Nimmt er das schon an? Nee, wir müssen ein bisschen weiter nach vorne. Die Weiche passt mir aber noch nicht. Na komm, lass mich noch ein bisschen nach vorfahren, bitte. So, jetzt aber. Perfekt. Dann kann man schon mal ein bisschen was reinlegen und dann schauen wir mal vom Fahrplan her. Oh na, wir fahren der Lok überhaupt nicht nach. HF-65 on train 141 from Fox Creek to Black Hawk. Meet Nummer 63 at Black Hawk on Freight. Was? Freight? Keine Ahnung. Okay, aber im Black Hawk haben wir eine Zugbegegnung. Ich glaube, ich stehe jetzt auf der Weiche, ne? Ja, ich stehe jetzt auf der Weiche. Das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Und fahren dann da oben weiter. Shit. Also müssen wir hier nochmal retour. Ich dachte, wir fahren halt falsche Richtung. Okay, Weiche. Einmal so. Und das sollte jetzt passen. Und das passt auch. Alles klar. Gut, bereit zur Abfahrt. Thank you.
Oh, da geht's schon mal steil nach oben. Das wird jetzt noch spannend werden. Lautes Quietschen hier. Okay, 2,4% nach oben. Ich glaube, das höchste sind 4,8 auf der Strecke. Schauen wir mal, was der Druck macht. Ja, hoffentlich mal nicht so lange. Was? Geben wir in 10 Minuten Katzen, müssen wir was kaputt machen. Habt doch mal Vertrauen in mich. Was viel eher hier passiert ist, dass mir der Kesseldruck ausgeht. Wenn ich hier nicht anständig am Feuern bin. Wir sollten nicht unter 136 PSI kommen, sonst noch mal ein Problem. Ja, eine schöne Landschaft hier. Wenn du nichts was kaputt machst, dann halt ich. Bin selbst eine Katze und muss irgendwas kaputt machen. Ah, bin selbst eine Katze. So. Ah. Ich würde sagen, wir stellen uns mal kurz hier hin. Also hier drin müsste man... Oh, das ist quietschen. Ich mach das mal leiser. So. Also ich muss mal auf alle Fälle meine Fenster sauber machen. Und andere anzüchten? Ja, haben wir. Ja, die Beleuchtung wäre nicht schlecht. Warum ist das hier so milchig? Naja. Gut, die ganze Karte ist schon vom Jahr 2016, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist halt optisch halt nicht mehr so das Neueste. Oh, 2,6% Steigung. Jetzt muss ich langsam arbeiten hier. Solche Landschaften in Raywards Online, das wär's. Bisschen aufpoliert, Unreal Engine. Und bald, ihr habt es als Mod schon gesehen, die Passagierwagen, die dann als Rollmaterial drin. Stell dich mal vor, man könnte dann wie so kleine Städte platzieren auf einer großen Map, die man dann verbinden muss. Das wäre so cool. Inklusive einen Karteneditor.
Hast du jetzt erst echt gedacht, das wäre Rainbows Online? Oh, 3,8% Steigung. Jetzt wird's spaßig. Also, Baywatch Online wird vermutlich so aussehen, wenn er die Grafikeinstellung komplett nach unten drehst. Boah, da sieht's echt eklig aus, wenn es runterdreht. Jetzt haben wir ein Problem mit dem Druck hier. Noch mehr Wasser, ah, dann wird es wieder kalt. Mal das Gebläse wollen wir dann machen. Da spiele ich schon die ganze Zeit. Also mit der Grafikeinstellung ganz nach unten, oder wie meinst du? Also Geschwindigkeitsrekorde macht die Lok ja nicht, aber dafür hat sie halt eine mega Zugkraft. Also Steigungen. Das sind jetzt nur 3 Personenwagen. Beziehungsweise 2. Einer ist ein Postwagen und das ist ein Güterwagen. Kämpft hier. Wo müssten wir stehen bleiben? Engine 65 und Zug Miet 63, jetzt Black Hawk war das. Okay, ist also noch nicht hier. Können wir also durchfahren. Mach mal leise die Musik wieder mit an. Am besten irgendwas da. Wobei wir könnten eigentlich... Ich gehe mal ganz kurz Pause. Ich kann kaum Multitasking machen. Wir gehen noch mal ein bisschen auf Country, das passt ein bisschen besser. So American Roots Rock. Ja, mal auf Popular. So ein bisschen Western-Musik. Passt viel besser. Cottonwood. Wir brauchen mehr Druck. Sind wir bei 136, das ist die untere Grenze. Oh, jetzt 4% Steigung. Alter. Ah, ich wäre froh, wenn ich jetzt ein bisschen einen Puffer kriege. Im Verlauf der Strecke um 10:23, 2,5 Meilen. Man meint jetzt schon, dass wir 2 Minuten zu spät sind. Ah,
Passt die Musik soweit von der Lautstärke oder mal ein bisschen lauter machen? Und da gibt es auch die ölgefeuerte Variante. Und gemäß Spiel, gemäß historischen Infos, haben sie es nur bei einer Lok belassen, obwohl sie sehr gut gelaufen ist. War aber wesentlich schwieriger zu fahren, weil du ja bei Öl gefeuert de facto keine Feuermasse hast. Und nachdem das ja vom, von den Abgasen betrieben ist, wie du das Öl reinschießt, war schon challenging zum Fahren. Ist auch im Spiel. So, gehen wir noch ein bisschen Wasser rein. Ist ein bisschen niedrig. Eigentlich hier eine Wasserstandsanzeige. Vermutlich auf der anderen Seite, oder? Ach, da. Okay, alles klar. Die hat auch eine Schnecke drin für die automatischen Kohlebefeuerung. Ist auch hier im Spiel simuliert. Ist aber bei mir zumindest ein bisschen buggy. Deswegen mache ich es händisch über das Interface da. Licht fehlt im Führerstand. Ja, schon. Kann ja aber nichts aufmachen. Ist schon dezent dunkel hier. Also ich kann mal probieren mit I. Du auch nicht. Ja, warte mal. Achso, das war so. Ja, wahnsinnig viel kann man hier nicht machen. Das ist echt dunkel. Einfach oben ein Loch reinschneiden. Also es hat ja hier eine Klappe zum Aufmachen. Aber ich kann es ja dem Spiel nicht aufmachen. Prozent. Ich schaue gerne mal. Also ich kriege auch keine Option, das irgendwie zu machen. Lampe hat es auch nicht. Nö. Bleibt leider so dunkel. Schade. Und hier komplett offen. Gefährlicher Arbeitsplatz. Nächstes Mal eine Taschenlampe mitnehmen. Ah, in echt wäre es ja nicht so dunkel. Ist ja schon hell. Hier ist halt mit den ganzen Fenstern da. Hier ein bisschen blöd. Ich kann allerhöchstens, kann auch mal schauen, in den Optionen. Also, kann es auch mal ein bisschen in die Richtung machen. Jetzt sieht man ein bisschen mehr hier. Ein bisschen verrostet.
Ja, da hinten ist aber immer noch dunkel. Aber ja, man sieht schon mal ein bisschen mehr. Die Klappe wird wohl im Rave Zone bei der Climax sein zum Luft durchlassen. Ja, kann ich mir noch gut vorstellen. Also da kannst du ja einerseits hier, glaube ich, noch ein Fenster aufmachen. Also sieht so aus, als könnte man es aufmachen. Hier ist sowieso offen. Und hat eben hier die Klappen. Jetzt, warte mal. Hat sie keine Tür oder sieht es einfach nur so komisch aus? Na, hier hat es eigentlich nur so diesen Schutz da. Wobei, jetzt würde es mich gerade mal interessieren. Mal ganz kurz passieren. Interessant, dass der Effekt hier noch nachgeht. Könnte das eine Tür sein hier? Doch, ich glaube, das wäre eine Tür. So wie sie es auch bei Railroads Online umgesetzt haben. Die ist jetzt einfach hier offen. Hätte ich jetzt mal gesagt. Und er sitzt da auf seinem Schemel. Boah, ist echt eng. Also dick darf sie hier nicht sein. Und da das gleiche beim Feuermenschen. Was denkst du, auch so? Ja, der hat auch so einen Schemel hier drin. Boah, und stellt euch mal vor, wie heiß das da drin sein muss. Olla Scholli. Okay, fahren wir wieder weiter. Ja, wo bin ich? Ah, da bin ich. Kannst du aussteigen? Ja, nicht wirklich. Also, ich kann mit der freien Kamera hier jetzt rumgehen. Und kann mich ein bisschen weiter entfernen. Aber irgendwo immer in der Nähe vom Zug. Also wirklich rumlaufen kann ich nicht. So wie zum Beispiel in Train Sim World oder Railroads Online. Das geht nicht. Das Spiel ist ja schon uralt. Wann gibt es das jetzt schon? 2003, 2004? Also für die kurze Strecke brauchen wir jetzt schon ewig lang hier. Hast du mal Dira Valley gespielt? Wenn ja, wie findest du es? Dira Valley habe ich gespielt. Finde es auch voll super. Und da freue mich auch schon auf das neue Mega-Update, was sie geplant haben. Aber es macht schon Spaß. Vor allem in VR. Da mit der Dampflok fahren. Das macht Laune. Auch wenn du halt einmal alles abgefahren bist, dann hast du es halt dann irgendwann mal gesehen. Und dann brauchst du halt eine gefühlte Pause, damit du es halt wieder spielen kannst. Aber ja, jetzt kommt dann neue Strecken, es kommt dann Elektrifizierung, E-Loks, der neue Diesel-Lok kommt. Das neue Tag- und Nachtsystem mit dem neuen Wettersystem. Freue mich schon. ja, ist nicht wirklich einfach zum Fahren mit der Dampflok. Also vor allem nicht ohne Fire-Infa geht's noch halbwegs. Was? Manchmal spiele ich immer noch Microsoft Train Simulator von 2001. Das ist aber wirklich, wirklich historisch, der Microsoft Train Simulator. Ah, das war auch mein allererster, mit dem ich angefangen habe. Ich brauche mehr Wasser! Das jetzt in echt und damit der Kamera stehen zum Fotos machen. Das wäre ein super Schnappschuss.
Hast du es denn in VR gespielt oder halt nur im Desktop-Modus, Darkstyle? Das wird jetzt mal ein bisschen zu langsam hier. Okay, 0,8 Meilen. Sollte man eigentlich jetzt schon da sein. So viel zum Fahrplan. Ah, was wir jetzt noch gar nicht probiert haben, ist die Glocke. Klingt auch noch ganz grün. Scheiße, jetzt sind wir bei 134. Bitte lass es mal gerade werden. Fifty-fifty Chance, dass ich irgendwo auf der Strecke stehen bleibt. Ja, nicht das erste Mal. Aber was die an Wasser wegzieht, das ist ja nicht normal. Das Stereo Valley will ich mir auch noch holen, aber das dauert noch etwas. Eine neue Grafikkarte und Stuhl und dann erst wieder Games kaufen. Also Stereo Valley solltest du eigentlich schon spielen können. Braucht nicht so viele Ressourcen wie Railroads Online. Das ist eigentlich noch recht human, was die Anforderungen betrifft. Ich bin mal gespannt, ob bei Smith Hill beim zweiten Track ein Zug steht, der schon angepisst ist, was ich so ewig lang brauche. Aber ich kann hier einfach die 18 Meilen pro Stunde nicht ausfahren, sonst habe ich keinen Dampf mehr. Ich bin mal gespannt, wie sie das bei Railroads Online noch umbauen wollen mit dem Dampfverbrauch. Die haben ja von Anfang an schon gesagt, dass sie das hier realistischer machen wollen und den Verbrauch dynamisch, je nachdem wie du fahrst. Ich habe eine GTX 59 2 GB. Ja, das ist schon ein bisschen älter. Erstmal Zeit für ein Upgrade. Müssen wir zum Geburtstag wünschen. Aber mir fällt es erst jetzt so richtig auf, das ist noch das Uraltwasser, was sich da de facto nicht bewegt. Ach, das waren noch Zeiten damals. 22.03. ist ja schon mal bald. Warte schon mal Geburtstagsrabatt einlösen. Okay, jetzt sind wir endlich da, wo wir hin sollten. Wow, Timeliness Penalty. Minus 1400 Punkte. Alter.
glaube, das Spiel will mir sagen, dass ich scheiße fahre. Weil ich glaube, ich habe noch nie so eine fette Strafe gekriegt. Blackhawk Depot North, 2,5 Meilen, 10.35 Uhr in 5 Minuten. Das schafft man nie. Jetzt ist wenigstens mal ein bisschen flacher. Jetzt kann ich mal ein bisschen Geschwindigkeit machen. Endlich. Ah, das wird mich nicht retten. So, komm. Mach mal ein bisschen Druck hier auf den Kessel. Ich würde gerne mal über 140 gehen. Das wäre was. Zu langsam. Ja, ich will mal sehen, wie das jemand anders fährt. Mit der Steigung, das ist schon eine ganz schöne Challenge hier. Ja, jetzt geht's nach oben. So muss das. Dann habe ich jetzt ein bisschen Puffer dann für später. Und jetzt geht's wieder nach oben. Vermutlich bis nach Blackhawk. Ballast abwerfen. Ja, bleiben wir kurz stehen. Lassen wir die Wagen da einleiten. Ja, sorry. Wollen wir da lassen. Sonst kommen wir pünktlich an. Oh, 3,9. Ah, ist so heftig. Mann, was wollen wir die Daumenregel? Ich glaube, bei der Narrow Gauge nicht über 4,4% gehen. Dass uns die Loks nicht mehr schaffen. 4 oder 4,4, glaube ich, war es. Aber hier auf der Karte sieht man eigentlich ganz gut eine Referenz, wie sie die Schmalspurstrecken gebaut haben. Also vor allem dann im Bahnhofsgebiet. So als Inspiration für Railroads Online. Oh, mal wieder Wasser. Das ist schon wieder unter 60% gewesen. Ich bin jetzt so ein kleiner Fun Fact. In was you will be stopping on a double south platform, you must wait until you get a new train order before you leave. Okay. Was ich sagen wollte,
bei den Steinbrüchen in England, so als, also wir reden jetzt da so 1920 rum, wo sie noch die kleinen Wagen gehabt haben, die haben sie teilweise bei der Schmalspurbahn, wenn es einen Berg nach unten gegangen ist, haben sie die ganzen Wagen zusammengeholt, haben sie von der Lok anschubsen lassen und die sind dann mit den Wagen solo runterfahren, ohne die Lok. Und dann hat es auf jeden Wagen einen Bremser gehabt. Und ganz vorne hat es einen mit einer Fahne gehabt, der hat dann ein Zeichen gegeben, wann und wie viele Wagen bremsen müssen, damit sie nicht so schnell werden. Und sind dann halt so den Berg runter. Und die Lok hat es dann halt wieder hochgezogen. Da haben sie Geld gespart. Sicherheitstechnisch eine absolute Katastrophe, aber eigentlich noch schlau. Mal schauen, ob ich auf YouTube das Video dazu finde. Das war der Real History, heißt der Kanal, wo sie die Eisenbahngeschichte in England gezeigt haben und da haben sie das auch einmal demonstriert mit, was waren denn das? So 20 kleine Güterwagen, wo die dann runtergerauscht sind, die sind da oben drauf gesessen. Jeder so am Bremshebel und dann fleißig bremst beim Runterfahren. Den meine noch, dann haben wir es. Also das, was ihr mal in Railworlds gemacht habt. Ja, sozusagen. Nur, dass da in England die Wagen ein bisschen kleiner war. Stimmt, wenn du mir jetzt gerade daran erinnerst, wir wollten da ja noch mal so eine eigene Seifenkistenstrecke machen. Oh, was haben sie denn hier gemacht? Angucken. Warum ist es mit Holz ausgekleidet? Haben wir hier ein Sägewerk? Was bist du? Nee, du bist Kohle? Sieht nach Kohle aus. Kohleverlad. Das soll vermutlich die Kohlestrecke sein. Okay, jetzt ist endlich mal was los hier auf der Strecke. Nee, ist noch nicht bekannt. Es hätte eigentlich schon draußen sein sollen, aber sie haben doch noch einige Qualitätsprobleme und haben rausgegeben, dass es erstmal für ein, zwei Monate verschieben, damit sie das nachfixen können. Also, das war jetzt auch schon wieder vor einem Monat. Also vielleicht 2-3 Monate, dann kommt es vielleicht. Plus, minus. Aber Datum gibt es keins. Okay, Wasserviadukt hier. Holz ist damit über die Zeit die Erde nicht weggespült wird. Okay. Die Wagen kennen wir ja schon. Und ein Oldtimer. Wobei für die Zeit hier passend. Ja, also wir sind über 5 Minuten zu spät. Vorne müsste dann die Station sein. Schauen wir mal, der Wasserturm. Und eine Drehscheibe. Erstmal angucken. Ja, die sieht ziemlich ähnlich aus wie die von Railworlds Online. Das wäre dann noch sowas, dass du in Railworlds Online das wirklich im Boden versenken kannst.
So bis jetzt ist es halt schon ein bisschen mehr. Und da haben wir nochmal so ein Wasserteil. Interessante Konstruktion. Das ist jetzt der Bahnhof. Da vorne. Das ist ein Kohlewagen hier. Das ist eine kleine Minenstadt hier. Mit den Autos dürfte es damals auch nicht wahnsinnig schneller gewesen sein als wie mit der Lok. So wenig Leistung wie die hatten und bei der Steigung hier. So, drei. Wir sind da, endlich. Der Lokführer ist vermutlich schon angepisst. Tut mir leid. Ja, und jetzt fährt er weg. Okay, dann machen wir mal hier. Was müssen wir denn als nächstes tun? Stop at Switchback. Das ist da vorne. Und dann Upper Switchback. Oh, wir müssen dann einmal umsetzen. Und dann geht es in eine andere Richtung weiter? Okay. Ansonsten, was haben wir hier? Ein bisschen Industrie. Hey, was ist denn das hier? Engine 65 und 311 from Blackhawk to Central City. Once extra 63 is clear of West Switch at Depot. Ja, die ist schon längst frei. Ich glaube, wir können jetzt erstmal fahren. Ach ne, nicht abkuppeln, wir sind einfach nur mit dem Ganzen nach vorne. Okay, machen wir das mal. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was auf uns dazukommen wird. Sag mal, Teile des Ranchi nicht gesehen, wenn wir so spät sind. Okay, ich glaube, das ist der Hauptkomplex hier. Ah, das sind die Holzwagen. Hey, was müssen wir denn jetzt hier machen? Ach so, ich verstehe. Das ist wegen dem Höhenunterschied. Alles klar. Okay, anhalten. Ja gut, hätte man eigentlich noch ein bisschen was gehabt. Okay, warte mal, das ist ja mal ein echt kleiner Bufferstop hier. Naja, okay. Hier geht's nicht weiter. Also, once the switch behind is changed, you can reverse up to upper switchback. Machen wir das mal. Interessant vom Design hier.
Gut, Retour. Und währenddessen können wir schon mal ein bisschen Wasser wieder reinholen. Fahren wir dagegen? Nee. Es hat ewig gedauert, bis jetzt hier oben war. Also das gibt es ja stellenweise heute noch, dass du halt so den Höhenunterschied machst, indem du im Zickzack nach oben fährst. Aber ganz in Meile ist der noch weg. Warte mal, war das nicht sogar bei... Das kann jetzt echt falsch sein, aber war das bei der Rodachtalbahn, wo es genau so dieses Manöver gibt? Steel Trestle. Ah, wenn das Quietschen nicht wäre. So, den Blauer können wir eigentlich mal wieder ausmachen. Wie sieht das aus dem Lokführersicht aus? Sieht man nicht sehr viel. Ist das die Strecke, wo wir jetzt hier rauffahren? Ah, sieht so aus. Ach, und dann weiter hinten. Irgendwo dann da. Geht's dann da oben weiter. Das ist noch krass, was du da für einen Höhenunterschied machst. In der kurzen Distanz. Einfach mal alles richtig einfetten und Öl. Sag mal, Rui, du solltest nicht in der Nähe von solchen Eisenbahnen gelassen werden. Naja, ist ein krasser Unterschied. Geht auch da wieder jetzt mit 3,6% nach oben. Ja, krass. Wo ist denn jetzt die andere Strecke? Ich kann sie gerade irgendwie nicht ausmachen. Na, kleine Mine mitten im Nirgendwo. Aus wie Schmelzhütte und Eisenmine in Raversoden? Ja, so ähnlich, ne? Ach da, genau das gleiche Design, wie in Rivals Online. Historisch korrekt. Oh, das sind ein paar hundert Meter jetzt. Da oben, ah ja genau, da ist es. Oh, 3,6. Komm, gib nochmal alles lock. Du schaffst es. Mal währenddessen nochmal Wasser reinlassen. Sehr gut. Wir haben es geschafft.
Eis. Ah, oh, dieses Standgeräusch ist auch geil. Dieses da, 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 was der immer wieder hat. Okay. Weiche. Wo sind wir? Da sind wir. Wie geht's denn jetzt dann weiter? Hier im Berg rauf. Once future has changed, you can be final approach on Central City. We'll be stopping at the Depot South Track. Ist wo? Ach, da. Und hier, das ist alles soweit richtig. Okay, ich glaube, wir fahren hier wirklich auf eine Bergstadt hier hoch. So, Abfahrt. Hier ist das letzte Stück. Dann haben wir es geschafft. Eine neue Bauidee. Was hast du vor? Die Serpentinen da so nachmachen? Mit dem Hin- und Herfahren? Hat bestimmt schon mal jemand gemacht in Railroads Online. Was werden das jetzt sein? 500, 600 Meter Unterschied? Und wir da einmal so hin und her fahren? Oder 700 bis 800, ja, wird schon hinkommen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nicht mehr krass steigen werden, wenn wir jetzt hier dann schon fast ganz oben sind. Ich freue mich schon auf die Aussicht. Die Strecke mit der Betsy fahren. Also es gibt, ich habe noch Szenarien, wo die Betsy in Originalform zu fahren ist. Das sind dann Holzzüge. Könnte man auch irgendwann machen. Dann sehen wir mal die Betsy in realistisch. Oben angekommen, erstmal Kaffee trinken gehen. Das ist tatsächlich keine schlechte Idee, ne? Wobei, jetzt habe ich mal eine blöde Idee, ne? Der Boiler da, der ist ja extrem heiß. Du könntest ja eigentlich, es gibt ja diesen, wie heißen die? Diese italienischen Mokka-Maschinen da. Was du normalerweise auf den Herd stellst, zum Kaffee machen. Du könntest eigentlich irgendwie hier oben drauf so hinstellen und warten, bis der Kaffee blüht ist. Das wäre mal interessant zu wissen, ob das gehen würde. Da mal ein Fels runterfällt. Oh ja, die haben dann bestimmt Spaß da unten. Ja, ich glaube, der wird da ganz schön Geschwindigkeit kriegen. Nächste kleine Halt hier. Mitten im Nirgendwo. Oh, wir sind zu schnell, merke ich gerade. Aber sagt denn keiner was?
Also das Quietschen geht mir schon hart auf die Nerven. Hey, da hinten ist ja die Stadt. Mal kurz gucken. Also da unten ist die Hauptstadt. Und da wird eh eine Straße da hinten raufgehen. Assertion. Aber halt so heftig für einen Zug, dass man dann halt hier raufgefahren wäre. Deswegen die Strecke hier oben. Okay. Was ist das Erste, was Babuna macht, wenn er in einem Lok mitfahren darf? Kaffeemaschine aufbauen. Also, Kaffeemaschine würde ich jetzt nicht aufbauen, aber ich habe tatsächlich, wenn ich im Lokorama, also einen Tagesdienst habe, also wenn ich den ganzen Tag im Museum bei den Zügen bin, habe ich eine Thermoskanne, also das Kanne, Flasche besser gesagt, die selbst beheizt ist. Die hat einen Akku unten drin und die hält den Kaffee immer schön bei 60 Grad. Und das 4 Stunden lang. Und wenn ich sie anstecke, dann den ganzen Tag lang. Voll super. Das gleiche mit der Tasse, die ich da habe, von Ember. Der Kaffee-Junk ist einfach das Beste. Muss mal kurz gucken. Ember Mug. Wo ist denn das? Da. Draußen und Zug fahren, zeitgleich ist eine doofe Idee. Aber ich schick's euch mal in den Chat rein. Das Teil habe ich. Ist ein bisschen teuer, aber wenn man jetzt viel Kaffee trinkt und viel unterwegs ist, super praktisch. So, die nächste Trestle hier. Aber die kannst du nicht auf den Heizkörper draufstellen. Stellen. Ja, nee, kann ich nicht. Habe ich halt vorher schon gemacht. Aber wenn ich halt. Gut, also bei einer Dampflok würde ich halt diese italienische Mokka-Maschine da mitnehmen. Weil die arbeitet einfach nur mit Hitze. So, 0,33 Meilen. Endlich da. Mit Verspätung. Über 5 Minuten. Machen wir schon den ersten Ausweich ins Nirgendwo rein. Und nochmal Industrie. Liebe wäre stolz. Ja, jetzt kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Oh, sagte ich, habe bemerkt, dass ich fast kein Wasser mehr habe. Ah, wenn ich dann zu wenig drin habe, gibt es noch eine volle Explosion hier. Naja, sind wir aber eh auch schon da. Ging ja nochmal gut. Ja, das war jetzt ein bisschen zu viel gebremst. Entschuldigung. Nee, sind noch nicht ganz da. Ah, vor lauter rumgucken. Nicht aufs Wasser geachtet.
Dann bitte einmal ein- und aussteigen. Dann haben wir das geschafft. Nice. Hier absolutes Dead End. Wird's dann wieder runtergehen. Jetzt vermutlich hier umsetzen. Da so durch. Und da wieder ran. Tender voraus. Drehscheibe hat sie ja keine. Ja, also minus 3596 Punkte. Das habe ich auch noch nie geschafft. Das ist ein neuer Rekord. 3972 jetzt. Okay. Not every adventure plan. Please try again. Ja, was soll ich machen, wenn es da so steil war? Ach, Mann. Aber ich würde sagen, ich bin gar nicht so doof gefahren. Und jetzt habe ich zu viel Wasser drin. Naja, ist egal. Ist jetzt eh schon vorbei. Kannst du uns das Feuerwerk zeigen? Pff, da passiert nichts. Es kommt dann so eine Meldung wie die da. Und da steht da drin eine Boiler Explosion. Also, nicht spektakulär. Das gleiche auch beim Unfall. Kann ich sie noch fahren? Oh, ich kann sie noch fahren. Gut, lassen wir sie mal entgleisen. Ich kann das jetzt nicht wegklicken, weil sonst ist das Szenario dann vorbei. Na komm. Aber entgleisen geht. Na? Ja, also jetzt gibt's Minuspunkte. Oh je. Also, haben wir noch ein bisschen Action zum Schluss gehabt. Aber die Leute sind ja schon ausgestiegen. Mein Gott. Liebe Leute, ich werde erstmal Schluss machen. Ich werde erstmal was essen. Wenn wir die Videos hier mal zusammenschneiden, vielleicht komme ich später nochmal online. Weiß noch nicht. Schreib's aber dann in Discord rein. Und ja, erstmal was zum Futtern. Hoffe, hat euch gefallen. Und wünsche euch noch was. Also, beziehungsweise schönen Restsonntag für den Fall, dass ich heute nicht mehr on air gehe. Also, bis denn dann und gute Fahrt.